Wir sind im Wahlkampf. Leider. Ja, dann sagst du es. Aber es gibt auch interessante Früchte im Wahlkampf. Sag ich jetzt einmal. Teilen sie Äpfel aus? Nein, aber das kommt sicher noch. Glaube ja. Aber sie teilen jetzt Apps aus. Hey, welche? Die Grünen zumindest. Okay. Eine Spaß-App, die eigentlich gar nicht so spaßig ist. Die ist nämlich ziemlich clever, wenn sie funktionieren wird. Mhm. Aber in der Theorie nimmst du dein Handy mit der App und gehst zu einem von den Wahlplakaten der anderen Parteien, hältst das drauf und dann puff, springt der Kandidat, also wenn du hingehst zum SPÖ-Plakat, springt der Kern dann im Bildschirm entgegen und fängt zum Reden mit dir und erklärt dir, dass es kein Gescheiter ist, dass die Grünen wirst. Und das kannst du bei den Schwarzen und die Roten und die Blauen machen. Eigentlich eine coole Idee. Absolut coole Idee. Voll ausbaubar. Wenn es wirklich funktioniert. Man könnte nämlich irgendwas die anderen plakatieren lassen und das wöchentlich ändern, was die sagen. Absolut. Also, das ist schon ziemlich innovativ und muss sagen, nicht schlecht, Grüne, aber ihr müsst es halt auch zum Laufen bringen, das Werke. Ja, ich meine, ein paar Tage haben sie noch. Ist ja noch nichts verloren. Ja, also das hat mich ja am Dienstag gleich geflasht, hast du das gelesen? Inflationsrate 4,1%, kräftiger Preisschub. Na? Ich will gar nicht nachdenken drüber. Ja. Die haben ja die Statistik angeschaut, die da okay. heute als Service gleich gebracht hat und ich meine, Mobiltelefonie und so, Preissenkungen um 7,2%. Hey. Man kriegt es ja nicht. Aber man kriegt das iPhone nicht, aber wenigstens kann man billiger telefonieren. Genau. Das ist eine Subventionierung sozusagen. Also das spart man sich fast. Also wenn du jetzt die nächsten 10 Jahre wenig telefonierst, kannst du ein iPhone leisten, das 2 Jahre. Bist du bei 10 Jahren dabei? Weiß ich nicht, ich hab's nicht durchgerechnet. Also wenn du jetzt 10 Jahre lang billig telefonierst, in 10 Jahren wird das iPhone so teuer sein, dass du wieder nicht klarkommst damit. Unmöglich. Aber was wirklich teuer geworden ist, sind Städteflüge. Okay. Da steht, warte mal, ich muss nachlesen, 40% plus. 40%? Ja, aber weißt du, was mich wirklich irritiert hat? Nein. 3 Zeilen drunter steht, Flugtickets Ausland um 20% plus. Flugtickets ins Ausland kosten nur 20% mehr. Heißt das jetzt? Städteflüge kosten 40%. Das heißt, es geht eigentlich um die Flüge zwischen Wien, Graz, Wien, Innsbruck, Innsbruck-Linz. Theoretisch. Theoretisch. Das wäre es dann nicht gescheit, wenn man mit der Bahn fährt. Den Tipp haben sie gar nicht gegeben. Es gibt einfach keinen Service mehr, wirklich wahr. Naja, das stimmt nicht. Also die nächste Meldung ist doch klassischer Service. Das ist aber auch wirklich grenzgenial, okay? Also da gibt es einen Typen in Amerika. Ich glaube, er heißt Silvester. Aber er macht es ganzjährig. Ja, er macht es ganzjährig. Aber er ist in Amerika und leider ist er in Amerika. Ich finde, sagst du mir, was macht er? Er bietet seinen Service für Beerdigungen an. Er ist nämlich ein großartiger Weimer. Er ist wahrscheinlich so eine weiche Seele in einem ziemlich, glaube ich, robusten Backerl. So ein Typ mit 1,80 und 120 Kilo. Er schaut so aus, ja. Schon. Und du kannst ihn buchen für ab $50 zum Weinen deiner Beerdigung. Das heißt, wenn du denkst, da geht es nicht traurig genug zu, buchst du den Typen. Und ich finde es geil, weil er hat sogar bei $150 jetzt musst du vorstellen, so ein 1,80 Schrank, schwarz, glotzert, riesig. Und dann fangen da an zum Blärmen, wuseln sie am Boden, weil er um die Tante Emmy so warnt. Und das nur $150? Um $150 nur, ja. Und ich meine, das ist so geil. Und stell dir mal vor, dass der zum Beispiel mal Urlaub macht in Österreich und da seinen Service auch noch anbieten würde. Hey, in Niederösterreich, in so einem Landkauf, eine nette Beerdigung von der Zenzi-Mama. Mhm. Und dann steht der Typ da und fängt an zum Rehren. Und wuselt sie am Boden. Oder springt ins Grab rein. $200. Nein, Entschuldige. Nein, es kostet $1000. Ins Grab rein springen kostet $1000. Drohnen ins Grab springen kostet 200. Genau. Ich bin irrsinnig froh, ich weiß jetzt, unser Budget ist gerettet.
In der Heute habe ich es gelesen. Was gehst du jetzt auch schon mit Politik raus? Nein, du hör mir nicht an. Okay. Ich bin seriös, das weißt du. Puh, ja, eh. Eben. Ach, was ist das jetzt mit uns? Ja, na passt. Was? Aber du könntest in die Politik gehen. Hey, das fasst jetzt als geringfügige Beleidigung auf. Der Kurz sucht immer schöne Leute. Der hat schon zwei Behinderte. Sie ist ja irgendwann einmal genug. Naja. Wie viel gehen da von vorne drauf? Schau mal, glaubst? Ehrlich, ich meine, du bist eigentlich spätsichig rot. Jetzt hat er, du bist zu spät dran. Okay. Wie die Schwarzen noch schwarz waren, hättest du voll gepasst. Aber jetzt ist der Kies modern. Na hey, also, sicher nicht mein Farbe. Okay. Wurscht, gehen wir zum Budget? Bitte. Also, ich habe gelesen in der Heute, der Heeresminister hat sich ausrechnen lassen, wie toll das Heeresbudget ist. Wenn man 1 Euro ins Heeresbudget gibt, gibt es einen 8 Euro Mehrwert. Wenn es nach dem geht und das eine universelle Rechnung ist, müssten die USA das schuldenfreiste Land der Welt sein. Eindeutig. Aber ich meine, ich bin ja der Meinung, man sollte dem Herr euch ruhig 2 Euro geben. Damit man den doppelten Effekt hat. Ich meine, mehr braucht es nicht. Jetzt haben wir jetzt eher. Na, ja. Was kann ein so Taschentücher vom Ergeben kosten? Hey, bei 2 Euro fangen wir vielleicht an, wieder in die Schweiz einzumarschieren oder so. Die bringen die Schokolade so zu uns. Aber da war. Hast du den Artikel vorgestern gelesen? Was? Das mit dem schweren Erdbeben in Mexiko. Hunderte Tote und so. Ja, das ist, ich meine, im Prinzip sind die Geschichten immer ziemlich schlimm. Ich meine, es ist ohne Schmäh, es ist einfach eine scheiß Situation. Ich bin froh, dass ich mit drin bin. Mhm. Aber was da der heute gemacht hat, das finde ich ziemlich, ja, grenzt an Pietätlosigkeit für mich. Ja, welchen Absatz meinst du? Sie schreiben da, für die Retter beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Schaffen Sie es noch rechtzeitig? Wie viele Kinder können Sie lebend retten? Ich meine, das ist eine Formulierung, die habe ich bei einer Fernsehsendung, bei einer Quizshow oder bei einem Reality-Format. Und wird Vanessa noch gewinnen? Wird sie noch aussteigen? Wir werden sehen nach der Werbung. Genau. So, damit man ja weiterliest. Oder bei irgendeiner Billigszeitung. Aber nicht im Qualitätsmedium. Wie bei heute. Eben. Also wirklich, liebe Redakteurin, das ist die Frau Martens. Ich mag nicht wirklich rausgehen, aber das war, es finde ich ein bisschen an. Nicht so gut. Ungute Formulierung. Aber es gibt auch aufheiternde Nachrichten. Ich persönlich muss sagen, diese Geschichte ist eine der allerersten Geschichten, die mir wirklich aus der Tiefe meiner Seele gesprochen hat. Was ich mir heute gelesen habe. Und wir lesen es jetzt schon seit 7 Wochen intensivst. ORF-Satire, da geht noch mehr. Und das stimmt. Hast du gesehen, die neue Tagespresse? Ich habe die genial gefunden. Das war's? Na, hast du es überhaupt angeschaut? Nicht sicher, habe ich es angeschaut. Zweimal. Mit Ton? Natürlich. Okay, also mir hat es gefallen. Ich glaube, sie bieten ja keinen Untertitel. Nein, also ich habe die echt, also wirklich schwach gefunden. Schon das Intro war geil. Das ist ja alles okay, aber wenn der inhaltlich 10 Viertelstunde oder 18 Minuten da sitzt und seine Karteln runterlässt, die, ich meine, das ist einfach Halbseiben. Hast du schon mal Zeit im Bild 1 gesehen? Naja. Das ist exakt das Gleiche. Nein, weil das sind wirkliche Nachrichten, die sind blöd oder katastrophal, aber der probiert lustig zu sein. Also du hast noch nicht Zeit im Bild 1 gesehen. Du kannst ja nicht sagen, dass das wirkliche Nachrichten sind, in Zeit im Bild 1. Dafür gibt es Zeit im Bild 2. Ich werde mit dir jetzt nicht diskutieren. Okay. Zeit im Bild 1 sind Nachrichten, Punkt. Zumindest probieren, die Fakten zu bringen. Dann war das Satire. Ja, aber das ist nicht schlechte Satire. Nein. Ich mag Satire. Ich bin selber teilweise ein wenig satirisch. Aber das war schlecht. Und die Heute sagt das. Ja, ich bin anderer Meinung. Aber geben wir eine Chance. Ja, anschauen tun wir es schon einmal. Wenn wir es dann fertig macht, dann ist es wenigstens berechtigt. Reden wir das nächste Mal drüber, wenn wir die zweite gesehen haben. Passt. Gut.
Ja, Martin, mein Lieber. Freitag. Genau. Wie schauen wir aus? Naja, also zu der gestrigen heute. Mhm. Wir haben ja gerade erzählt über die Code-Geschichte und Flugzeuge und also Air Berlin. Und wenn dort genug anrufen, dann kann die Linie gerettet werden. Martin. Und da rufen wir ganz viele an. Martin? Ja? Das klingt nach alten Kamellen. Das habe ich schon mal gehört. Ich gestehe, das war. Was? Halt, Alter. Wolltest du jetzt irgendwann schaffst, was du? Ich wollte schauen, ob du die heute liest. Alter, immer. Naja, ich gestehe, es war Folgendes. Die ganze Woche. Folgendes? Was? Die ganze Woche hat es geregnet. Ich habe geschaut, dass ich nie raus muss. Und am Freitag, also gestern, habe ich gewartet, bis es nicht mehr regnet. Da war es aber dann schon relativ spät am Abend. Ich jump zur U-Bahn-Station und da war kein Halt mehr da. Und in ganz Wien gibt es nur eine verdammte U-Bahn-Station, oder? In meiner Nähe gab es nur die eine. Ich fahre da jetzt nicht herum. Das nenne ich Commitment. Wo ist das bitte? Entschuldige. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Fans der Schlagzeilenrevue, tut mir leid, ja, dass gewisse Menschen nicht so ein Commitment für die Sendung an den Tag legen, wie es adäquat wäre. Wir zwar das tun. Anyway, danke fürs Reinschauen. Wenn ihr Ideen habt für die nächsten Schlagzeilen, ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben. Was denkt ihr über die heute? Gebt es zu. Ihr lest es doch alle. Bis dann. Schöne Wochen. Ciao.